Moin Leute und willkommen zu Fallout 3. Ja, ihr wundert euch vielleicht, was da hinten gerade abgeht. Ich weiß es auch nicht so genau. Gucken wir uns mal ein bisschen näher an. Kann ich nicht, ist leider zu weit entfernt. Was auch immer da hinten abgeht, ich weiß es nicht genau. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt Fallout 3 spiele und warum ich auch mitten im Spiel bin. Ich bin ja jetzt hier gerade nicht in der ersten Cutscene drin oder sowas. Nein, ich bin hier mitten im Spiel und das wundert euch vielleicht und vielleicht auch, dass ich überhaupt Fallout 3 spiele. Naja, für die Leute, die vielleicht das Infovideo nicht gesehen haben, für die kann ich nur sagen, schaut es euch an. Nee, ich meine natürlich, denen kann ich nur sagen, am 9. November kommt Fallout 4 raus. Das werden wahrscheinlich alle wissen, ich werde es trotzdem... Boah! Was war das denn? Nochmal sagen. Ja. Guten Tag. Schönes Leben noch. Wow! Ich komme hier gar nicht mehr zum Reden, weil hier so viel passiert. Ich muss erstmal ein Stück weg. Also am 9. November kommt Fallout 4 raus. Das heißt, am 9. November werde ich das dann aufnehmen. Und zwar nicht normal so spielend, wie ich es hier tue, mit der Waffe in der Hand und halt hier mit den ganzen Quests und so. Nein, ich werde eine kleine Challenge draus machen, aber dazu dann später mehr, beziehungsweise später halt beim ersten Video mehr. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Pampa, um euch das erstmal ein bisschen nahe zu bringen, was hier in der nächsten Zeit abgehen wird. Das heißt, Fallout 3 soll uns nur so ein bisschen einstimmen auf diese postapokalyptische Szenerie dieses wunderherrlichen Rollenspiels von Bethesda. Und bis dahin, also bis Fallout 4 rauskommt, am nächsten Montag natürlich, am 9. November, wie bereits erwähnt, werden wir Fallout 3 uns ein bisschen unter die Lupe nehmen. Vielleicht auch noch Fallout New Vegas, das habe ich auch noch auf der Platte. Aber jetzt erstmal vornehmlich Fallout 3. So, das ist jetzt erstmal der Status Quo, den wir halt bis Montag beibehalten werden. Und dann ab Montag wird, ab Dienstag, weil ich ja Montag aufnehmen muss und dann werde ich es Dienstag hochladen. Ab Dienstag wird dann Fallout 4 kommen. Und zwar mit einer wunderschönen Challenge. Hatten wir schon lange nicht mehr auf diesem Kanal, eine Challenge überhaupt. Was ich sehr schade finde, aber jetzt haben wir es mittlerweile wieder, beziehungsweise werden es am Dienstag wieder haben. So, das ist jetzt genau das, was ich nochmal ansagen wollte. Jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen auf diese ganze Szenerie einstimmen, hier in Fallout 3. Es ist gerade mitten in der Nacht, in dieser postapokalyptischen Welt, in der radioaktiv verseuchten Szenerie dieser Stadt, die offensichtlich damals sehr prunkvoll war. Zumindest sieht dies hier so aus. Aber jetzt scheint der Staub sich gelegt zu haben. Und die wahre Fassade wird gezeigt. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir erstmal den Ton ein bisschen lauter, weil ich habe das Gefühl, es ist sehr leise. Das sieht schon besser aus. Wo? Wer schießt? Da, der schießt. Ein Raider. Nein, verdammt. Was? Ich habe den doch voll auf den Kopf geschossen. Fängt ja super an. Hallo? Wieso geht das nicht? Ich kann die Prozentzahl nicht sehen. Ah. Nee, ich möchte in den Kopf reinschießen, bitte. Headshot. Headshot. Ja, bleib ruhig stehen. Fuck. Du hast aber ein schönes Maschinengewehr da in der Hand. Wieso bist du nicht tot? Wieso stirbst du nicht? Geht doch, meine Herren. Was ist denn das für ein Anfang hier? Eine Kampfflinte. Nett. Schrotpatronen. Nett. Der Rest war nicht so nett, der Kampf. Der war zwar extrem schlecht von... Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Der war zwar extrem schlecht von meiner Seite, aber trotzdem. So. Erstmal schön aufbereitet das Wasser trinken, damit wir wieder ein bisschen TP bekommen. Haben wir noch mehr hier? Also für die Leute auch, die das Spiel nicht kennen, es ist jetzt nicht der Anfang hier, den ihr seht. Das ist mittendrin, was ist mittendrin, aber relativ, also mittendrin vom Spielverlauf her. Der Anfang ist ein ganz anderer hier. Wir sind nämlich hier mitten in der Open World gerade. Und ich wollte eigentlich noch was tun, eine Aufgabe immerhin machen, dass wir mal ein bisschen vorankommen in diesem einen Part. Das wollte ich, na wobei, das können wir machen, da müssen wir sowieso noch ein bisschen laufen. Und zwar bis da hinten, zur Plaza des GNR-Gebäudes. Das würde ich sagen, können wir heute nochmal machen. Was ist da? The Red Rocket. Was ist denn das gewesen? Eine rote Rakete. Mit cooler Musik. Hört ihr die? Müsstet ihr eigentlich hören. Na, sonst sehr trist, diese ganze Welt. Ich hoffe, das wird bei Fallout 4 so bleiben, damit diese ganze Stimmung überhaupt so bleibt.
Wir laufen hier mit unserer... Oh! Wir laufen hier mit unserer Flinte rum. Da soll jemand sein. Nee, da. Da ist jemand. Dang it. Ich hatte noch eine bessere... Oh, fuck, yes. Ich hatte noch eine bessere Waffe eigentlich. Aber... Sagen wir mal so. Die frisst sehr viel Munition. Und deswegen behalte ich lieber diese... Dieses Heckenschützengewehr oder wie auch immer man es nennen möchte. Wir müssen hier rein. Ich werde mal ein bisschen schleichen. Dann sind wir zwar langsamer unterwegs, aber Hauptsache wir werden weniger erkannt. Ich muss auch hin und wieder mal ein bisschen leise werden, weil hin und wieder sprechen die Leute auch, beziehungsweise die Gegner vielmehr. Da kann man immer die Position ganz gut ausmachen. Momentan spricht anscheinend kein... Doch, da vorne ist jemand. Da ist jemand. Seht ihr da? Er sieht uns nicht. Das sind mehrere. Wir müssen natürlich genau da durch, ne? Hier müssen wir nicht. Wir müssen da hinten irgendwo hin. Aber da wird es doch angezeigt. Friendship Hide. Gefällt mir gar nicht. Ganz und gar nicht gefällt mir das hier. Scheiße, die haben uns gesehen. Fuck! Aua! Der ist verkrüppelt! Gar nicht gut. Aber kurz gucken, die Kampfflinte, haben wir die noch am Start? Wie gut ist die? So, was haben wir denn gerade für eine Pistole? Die Jagdflinte mit 15 Schaden. Kampfflinte hat 29 Schaden. Ist aber natürlich auch eine... Ich weiß gar nicht, ob das... Ist das so ein Maschinengewehr, ne? Die können sich natürlich jetzt da eincampen, ne? Yo, was hat der denn für eine... Was zur Hölle war das? Was? Jetzt bin ich wieder hier. Oh Mann, oh. Okay, ich muss aber sowieso hier unten rein, glaube ich. Okay. Hey, was war das denn? Hat er uns einfach mit so einem fetten Rocket Launcher da abgeschossen? Was eine Sau. Na egal, jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ganz, ganz komisch, meine Freunde. Ganz, ganz strange. Naja. Gucken wir uns immerhin hier nochmal in der Metro um. Ich glaube, da sollten wir sowieso von Anfang an rein. Ja, sehr gut. Hä, wieso? Ich hab dir doch voll in den Kopf geschossen, mein Lieber. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, wir sind weniger Raider unterwegs. Reinigungsmittelkarton, naja. Ich hoffe, ihr freut euch auf Fallout 4. Das wird ziemlich cool, denke ich. Freue mich auch schon sehr, sehr drauf. Ich habe Fallout 3 und New Vegas sehr genossen. Und der Stil wird ja auf jeden Fall... Oh, guten Tag. Auf jeden Fall beibehalten werden. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen aufmerksamer hier rumlaufen. Ihr seht auch, ich bin Level 6. Also es ist... Level 5 bin ich gerade. Es ist halt sehr, sehr am Anfang, was ich hier gerade mache. Bei Fallout New Vegas war ich wesentlich weiter. Aber ich weiß nicht, ob ich das Save-File da noch habe. Müsste ich mal gucken. So, haben wir hier jemanden? Ich bin bei solchen großen Gebieten immer ein bisschen vorsichtiger. Oh, guten Tag. Na, wie geht's dir denn, mein Lieber? How? Ich finde übrigens diesen VATS oder VATS, wie er heißt, finde ich ziemlich, ziemlich cool. Macht sehr viel Spaß, damit rumzuspielen. Hab leider keine AP mehr. Reicht trotzdem. Das Gute ist, wir haben noch sehr, sehr viel Munition. Das gefällt mir. Wieso ist hier Gefahr? Da hinten sind zwei Gegner. Ach, da sind Gegner. Kommt doch mal her. Kommt doch mal her, meine Kleinen. Ja, genau, kommt her. Kommt ja echt her, was ein Vollidiot. Du andere auch, bitte. Ich glaube, die können mich hier durchschlagen, deswegen ist der eine auch hergekommen. Mal sehen, ob ich ihn treffe.
Ich habe ihn getroffen. Nice. Einfach mal richtig asozial hinter dem Gitter abgeschossen. So das klassische Schloss-Öffnen-Prinzip, was wir ja auch schon aus Skyrim kennen, wer es gespielt hat. Kronkorken. Bisschen Geld. Auch nur eine verschlossene Tür. So. Gucken wir uns mal ein bisschen weiter hier um. Hier drin gefällt es mir schon mal wesentlich mehr. Weil irgendwie hier, ja, die offene Welt ist natürlich gefährlicher, weil man da nicht genau weiß, wie und wo böse Menschen rumlaufen. Wo sind wir jetzt? Sind wir hier richtig? Wir sind hier richtig. In der U-Bahn-Station oder zumindest in einem U-Bahn-Weg. Hier ist noch ein alter Nuka-Cola-Automat. Und auch nochmal für die Leute, die sich das hier 11 Minuten schon angeguckt haben, aber gar keinen Plan von dem Spiel haben. Ist gar kein Problem, ihr werdet am dann in... Oh, Kakerlaken. Die greifen uns aber nicht an, das finde ich gut. Ich werde am Dienstag, also am 10. November, dann schon genug Auskunft dazu geben. Ich denke, die Grundlagen versteht man auch so, wenn man sich einmal hier 5 Minuten angeschaut hat. Gehe ich hier gerade richtig? Ja, ich glaube schon. Oh, da ist ein Brute. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Mutant. Die sind stark, das weiß ich noch. Nahkämpfer. Ghule sind da auch, die greifen ihn an. Dann möchte ich die aber gar nicht daran hindern. Ein Supermutant ist das, ne? Der wird gerade abgemetzelt von den Ghulen. Ich weiß nicht, ob er freundlich war, der Supermutant. Es gibt nämlich extrem... Also Supermutanten haben sogar ein eigenes... Also die denken sogar nach... Beziehungsweise können nachdenken. Aber der hier anscheinend nicht. Oder zumindest nicht allzu sehr, weil sonst wäre er hier nicht einfach reingestürmt. Wow. So wie ich. Aber ich kann es mir auch leisten. Ich bringe gerade ziemlich einen Skill hier aufs Tablett, ne? Finde ich ziemlich gut. Ich sollte öfter aufnehmen. Ist hier was? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich lang muss. Da muss ich rein? Wie komme ich da denn hin? How do I get in there? This is the question. Na, guck mal hier, können wir noch ein bisschen U-Bahn fahren, ne? Nach Lente Plaza. Ja, ein bisschen nach Frankreich. Da oben müssen wir auf jeden Fall nicht, das würde mich stark wundern. Hier müssen wir wahrscheinlich lang. Da bei dieser wunderschönen Ghoul-Leiche. Herrlich. Fühlt man sich gleich wieder heim. Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Da macht man ein Geschenk auf und dann liegt da einfach ein toter Ghoul drin. Hm, wisst ihr... Wow! Ich bin ein bisschen schreckreich gerade. Ich bin ein bisschen schreckvoll. Ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Ich erschrecke mich bei solchen Sachen irgendwie mehr als bei Horrorspielen, muss man schon fast sagen. Bei Horrorspielen, da erwartet man das aber auch. Wenn hier einfach plötzlich so ein Gegner vor dir steht, dann erwartest du das irgendwie nicht. Oder zumindest weniger. Every girl's fantasy. Wo sind wir hier? Okay, wir sind fast da. Aber wo wir sind, wird uns hier auch nicht gesagt. Beim, was versteht hier? Tenleyton. Ne, Tenley Town. Tenley Town. Okay. Das ist die richtige Richtung. Ich hoffe, ich bin da gut genug ausgerüstet für. Weil ich weiß nicht, ob die uns hier wohlgesonnen sind, die Leute. Hier weiter unten. What the? Ja, natürlich, da kommen einfach fette Supermutanten direkt um die Ecke. Hm? Jemand schießt die ab. Sind das die Jäger, die uns eben geholfen haben? Nee, das habt ihr gar nicht gesehen. Ich habe eben schon ein bisschen gespielt und da haben mir so Jäger geholfen. Die scheinen uns auch zu helfen hier. Hey, vielen Dank.
Hallo, Redden. Die brauchen keine Angst haben, das finde ich aber nett. Da hinten müssen wir hin. Ist nicht böse gemeint, aber momentan bin ich da. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Ich glaube, da wollte ich sowieso gerade hin. Danke für die Hilfe, hatte keine Ahnung, dass dieser Ort so gefährlich sei. Sind Sie unter einem Stein hervorgekrochen? Dies ist DC. Die ganze Stadt ist voller Supermutanten. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden... Es werden also neue Rekruten gebraucht? Nein, wir suchen keinen neuen. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Verstehe. Supermutanten, also in der ganzen Stadt, davon haben wir ja schon mal einen gesehen. Was war das noch gleich bei... Ne, das haben wir ja auch schon gehört, ich muss jetzt los. Vorsicht da draußen. Ich werde die mal verfolgen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir da auch hin müssen nach Galaxy News Radio. Oder zumindest, dass uns eine Quest dahin lotst. Wie sieht's aus? Oh. Neuling Jennings. Alles ruhig, Wächterin. Fünf Mutanten wurden von ihrem Leiden erlöst. Der Rest verhält sich ruhig. Gut. Jennings? Negativ. Ein neuer Rekrut. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Willkommen. Okay, das Übliche. Hallo. Redden tut einfach genau das, was Paladin Vargas sagt und hält sonst ihren Mund. Jawohl. Wieso haben eigentlich die einzigen Leute, die wichtig sind, keinen Helm auf? Das ist eigentlich total gefährlich. Zu den Waffen. Wow. Alter. Oh, shit. Okay, das lasse ich mal über euch. Das überlasse ich mal euch. Ist okay. Ich weiß selbst gar nicht, wie viel Schaden ich bei denen machen würde. Aber Alter, was war das denn gerade? Da hinten ist ein UFO. Seht ihr das? Das ist ein UFO. Ich mache einfach gar nichts, okay? Ja, das war mein Schuss, der ihn umgebracht hat. Der ist einfach nur sehr, sehr, sehr langsam geflogen. Ach, das ist hier so ein Spielplatz gewesen, verstehe. Oh, der hat eine Jagdflinte dabei. Oh, wir sind überlastet. Das ist doof. Lederrüstung, nee, der soll weg, oder? Nee, Lederrüstung ist ja besser. Oder ich nehme das. Weiß nicht. So machen wir es. Ich bleibe einfach nur in Deckung, okay? Guck mal, dann seht ihr sogar richtig was geboten mit der Explosion und so. Das gibt die ganzen Klickzahlen. Ja, wenn es nur darum gehen würde. Ich bleibe einfach in Deckung, okay? Einfach in Deckung bleiben. Okay, ich merke offensichtlich... Wow, nicer Moonwalk, Bro. Es ist extrem gefährlich, hier in der Stadt rumzulaufen. Und wir als kleiner Vollidiot sind hier natürlich einfach reingeraten. Geht's weiter? Okay, der Außenposten ist ein Stückchen südlich von uns. Colvin ist unser Speer. Vargas und Redden sichern das Gebäude. Kommen Sie mit mir mit. Okay. Sie meinte, der Außenposten sei ein wenig südlich. Geht's weiter? Sie können uns bis zum GNR folgen. Aber bleiben Sie in Deckung, wenn Sie nicht wollen, dass Ihnen der Schädel weggeschossen wird. Keine Sorge. Keine Sorge. Und? Okay. Wir treiben sie heraus und ihr packt sie zusammen. Auf mein Zeichen. Los. Vargas, Redden, verteilen Sie sich und greifen Sie sie von der Seite an. Wow. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden... Ich mache dem sogar gar nicht mal so wenig Schaden eigentlich.
wenn ich ihn treffen würde. Alter, ich habe ihn kein einziges Mal getroffen. Was zur Hölle? Weil die sind so overpowered, diese Wächter. Das ist echt krank. Ich kann da nichts gegen ausrichten, gegen Peter. Wow, nochmal so eine Explosion. What the fuck? Ich würde aber sagen, Freunde, wie es weitergeht. Wir sind jetzt offensichtlich bei Galaxy News Radio angekommen. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich für heute fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.